So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in FIFA 13 von der Straße ins Stadion. Wir sind hier mit Dominik Diekol. Hallo. Ja, diesmal auch wirklich. Ich sag das jedes Mal und nie bist du da. Was denkst du dir dabei? Eigentlich bin ich immer da. Ich bin nur stumm im Hintergrund. Ja. So. Wir haben jetzt erstmal... Oder man kann, ich hätte auch sagen können, ich bin gedanklich da, ne? Ja. Warte mal, ich sollte mal hier kurz nochmal überprüfen, ob alle Einstellungen auch richtig sind. Wir werden gleich über Gott und die Welt reden, während diese Partie hier läuft. Ja, schwer, 5 Minuten, alles richtig. Ja. Erstmal die erste Frage, wie ist es so in München? Die spielen ja jetzt bei den Löwen. Ja, warte mal. Ja, machen wir so. Aber ne, machen wir es nicht. Machen wir das. Und eine Grätsche vollenden. Das machen wir bestimmt. So. Also, erste Frage natürlich, ne? Wie ist es so in München? Ja, mai. Wie ist dann mir? Aber das ist der falsche Managementverein. Gut. Würdest du zu Löwen? Würdest du schon sagen, die gefällt's dort? Ja. München hat ja das Syndrom, in jedem Spiel direkt mit 2-0 in Führung zu gehen und es dann letztendlich irgendwie mit irgendwelchen Gegentoren okay, schießen erstmal in die Weichteile, finde ich gut. Also deine Mitspieler sind auch ziemlich nett. Die schießen zum Beispiel anderen Leuten einfach mal in die Klöten. Meine Frage jetzt, wird München diesen Weg beibehalten, sprich, dass ihr jetzt mit 2-0 in Führung geht gegen die Erzgebirge, gegen das Erzgebirge aus Aue, keine Ahnung. Wir spielen gegen ein ganzes Gebirge. Ja. Wird schwer. Die Abwehrmauer steht ziemlich gut, also... Könnte sein, der Abwehrberg steht ziemlich gut. Oh mein Gott. Das Erzgebirge aus Aue, hat hier erstmal... Mann, was macht der Torwart da? Ich glaube, der Torwart ist behindert. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, kann sein. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich kann keine Gedanken lesen. Was in deinem Fall, wo ich auch froh darüber bin. Aber Fußball spielen kannst du schon, oder? Ja. Also, Benny Laut jetzt hier am Ball. Ich meine, es muss gereicht haben, damit ich bei München lande, also. Ja, ich hab, beziehungsweise, es wurde ja spekuliert, dass sie mit ihrem Berater Hertha BSC angefragt haben. Nur sie, die gesagt haben, wir haben bestimmt einen guten Sturm und brauchen keine Hilfe in der zweiten Liga. War bestimmt der Wortlaut von Hertha. Bin halt nicht hart genug für Hertha. Ja. Und dann wollte einfach nur Düsseldorf, München und Middlesbrough und... Oh. Abseits. Und hier, wie heißen die nochmal? Die Hamburger da. St. Pauli. Die Hamburger da, die Braunen da, die das Kackhaufen da. Der FC Neofisch. Was? So, jetzt erstmal. Der Decoy. Hallo. Ah! Eckball. Was ist das für ein Rotz? Was machen sie da? Was machst du da? Heute wird das Spiel von Ihnen von Alexander Wolf kommentiert. Ich werde die ganze Zeit zugespammt. Also nicht auf Discord, sondern auf WhatsApp. Achso, ich dachte... Alexander, da bin ich auch beschäftigt. Ich spamme dich zu. Der König. Wo ist sein Prinz? Ah! Oh. Tut mir leid. Ja.
Entschuldigung angenommen. Finde ich gut. Ja, bis jetzt findest du es gut in München, würdest du sagen, oder? Ja, geht. Wie geht's? Ja, ist okay. Zweite Liga ist nicht schön. Erste Liga wäre noch schöner dann in München. Ich sag mal so, sie haben Teams wie Regensburg und es steht mal nicht 1-0 für München. Nein, Silvestre macht das 1-0 für das Erzgebirge. Es ist mal was anderes. Es ist schön. Ja, okay, Erzgebirge Aue ist jetzt auch nicht unbedingt in Sandhausen oder Regensburg, die man einfach mal so 9-3 und 8-0 wegklatschen kann. Ja, Erzgebirge ist besonders kein Sandhausen. Ich meine, Sand steht nicht so gut, aber ein Gebirge ist richtig standfest und. Ja, also. Hab ich nicht noch gerade noch einen Abwehrwitz gemacht? Jetzt liegen wir hinten. Das Problem ist, die Abwehr von München ist halt Witze wirklich scheiße. Ja, Löwen sind nicht bekannt für defensives Verhalten. Löwen greifen an, gehen drauf und zerfetzen ihre Beute. Wenn die Beute schneller ist, dann ist das natürlich ein Punkt. Armes Regensburg. Armes Sandhausen. Ja. Man hält nicht schnell genug, ne? Konnte nicht wegrennen. Das Problem ist, im Spiel gegen Sandhausen habt ihr, glaube ich, 9-3 gewonnen. 7 Tore waren von dir. Konnten nicht wegrennen, ne? Und ich weiß nicht, was. Zu schnell. Und ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. Es war auf jeden Fall nicht gut. So viel weiß ich. Das sagte bislang jede Frau zu mir. Das war nicht gut. Ja. Auch der Trainer. Hä? Tut mir leid. Das hat aber bei mir nur im Training. Und trotzdem stehst du jedes Mal in der Startelf. Ja. Ich bezahle den halt immer. Ah, okay. Also ist halt noch so wie bei den alten Fußballvereinen, dass man selbst noch den Verein bezahlen muss. Ich sag mal so in etwa. Finde ich auf jeden Fall gut. Ach, der blöde Torwart, der ist auch jedes Mal im Weg. Das ist echt, ey. Was macht der Torwart da auch? Das ist wirklich so. Seinen Job nachgehen. Ja, das ist nämlich ein Handspiel, was er da macht. Oh, Andi! Andi Ladde! Ist ja fast wie Andi Arbeit. Ich weiß, ich bin ein lustiger Mensch. Ein lustiger Mensch. Ja. Ja, vielleicht sollte ich einfach wieder ganz normal hier kommentieren. Vielleicht läuft es dann auch besser. Weiß ich nicht. So, Silvestre jetzt am Ball. Ja, nee, die Abwehr ist immer noch scheiße. Halbzeit. Ach Mann, es steht hier 0-1 zur Halbzeit. Ist kacke, würde ich sagen. Ja. Eine Aufgabe lautet, eine Grätsche vollenden, nicht vervollständigen. Vervollständige bitte diese Grätsche! Nein, eine Grätsche vollenden. Und dieses Ziel haben wir bis jetzt noch nicht erreicht, aber dafür das Ausgleichstor! Warte mal, wer es gemacht hat. Ich. Genau. Das ist ja. Warum solltest du auch raten? Du hast es ja gerade selbst gemacht. Ja. Bist gerade live über ein Headset verbunden. Ich laufe mit so einem Computer neben mir rum. Nee, Bluetooth. Ja, mit dem Handy, ja, das habe ich in der Hosentasche. In den Shorts habe ich das so, ne? So, Benny laut. Ja, komm, das war doch eine Grätsche, ich weiß, ins Leere, aber. Oder nein, wenn wir ja korrekt bleiben,
Ich weiß nicht, kannst du dich noch an die Qualifikation für das GM-Projekt erinnern? Wo die Leute das alles kommentieren mussten? Ja, kann ich. Dann war es ja eine Grätsche in die Leere. So, ich stell mir jetzt mal wirklich vor, wie da einfach so einer hinkommt. So ganz normaler Unterricht und dann kommt so ein Fußballspieler und grätscht einfach komplett rein. Ja, das nenne ich da mal das 2-1. Ich wollte gerade sagen, das nenne ich da mal eine Grätsche in die Leere, aber ja. Das 2-1, das können sie auch machen. Ich bin stolz auf dich. Herr Decoy. Ja. Die freuen sich ja gar nicht. Es wäre so, als würden sie das gar nicht spielen. Als wären sie gar nicht auf dem Feld. Können Sie mir dies erklären? Doch, ich bin aber auf dem Feld. Er ist nicht der Erste. Wusste ich bin. Mann, ist der Torwart scheiße. Ja. Also wenn man die Möglichkeit hat, den Ball nach vorne zu hauen, aufgrund eines Abstoßes, dann passt man ihn nicht zu dem Gegner. Oh, 3-1. Ja. Ich möchte noch mal anmerken, das ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad im Spiel. Oder der höchste Schwierigkeitsgrad, eher. Der schwierigste. Das war so schwierig, den einzustellen. Ja, das Einstellen ist das Schwierige. Das ist an sich nicht, ne. Das ist sogar leider die Wahrheit. Es ist schwieriger, diesen Schwierigkeitsgrad einzustellen, als auf diesen Schwierigkeitsgrad zu spielen. 4-1. Ich glaube, du merkst, warum ich das sage. Ja, ne. Und so läuft ungefähr jedes Spiel ab. Deswegen überlege ich wirklich, ob ich die kompletten 5 Saisons in dem Projekt reinpacke. Ich hab auch geplant, irgendwann den Rest zu streamen. Wie die Turniere und so, weil ich halt die Stadt zu 100% vervollständigen möchte. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dann möchte ich es auch komplett ausnutzen. Dann kann ich wenigstens sagen, ey, ich habe FIFA durchgespielt. Auf der Wii. Nee, ich sag dann einfach, ich habe FIFA durchgespielt. Niemand wird mir glauben. Stimmt, das reicht auch schon. Und nur die Wissenden werden dann sagen, ich nicht. Oder ich auch. Das ist doch gar nicht möglich. Ich wollte gerade sagen, und die Nichtwissenden werden sagen, es ist nicht möglich. Ja, 4-2 steht's jetzt. Also wie gesagt, die Abwehr wirft's gerne weg. Aber hoffentlich nur Müll, ne? Ja, Umwelt schon und so. Ja, eigentlich sollten wir unsere Abwehr nicht versorgen, sondern entsorgen. Ja, unsere Abwehr sollten wir versorgen. Gefühlt sind die alle behindert. Ja, Wasser und Wasser trinken. Wasser und was zu essen, nicht zu trinken. Na gut. Sie kriegen zwei Flaschen. Etwas mit Wasser und das andere ist irgendein Getränk, was nicht Wasser ist. Das war kein Getränk auszudenken und Werbung. Das war die beste Idee von dir oder mir? Ich weiß es nicht. Freistoß, stellt sich hinter die Mauer, fragst einen Pass an. Das konnte ja nur gut gehen. Bin ich auch schon meine? Wow, Eckball. Was ist das für ein Rotz? Was machst du da? Schieß! Pfosten! Das Spiel leckt! Was zur Hölle? Die Konsole leckt!
Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab grad einen Typen in die Fresse geschossen. Der arme Kerl. Ich weiß, eigentlich sollte ich mich freuen. Aber ich hab keinen Grund, mich zu freuen. Jetzt. Die Löwen sind hier aggressiv. Sie schießen den anderen Leuten schon wieder, Mann. Könnt ihr mal aufhören, die Mitspieler, die Gegenspieler. Egal, die Typen. Könnt ihr mal aufhören, die Typen abzuschießen? Wir sind nicht bei Formel 1. By the way, schießen ab, Timo. Na komm, Torwart, wirf mal. Mich nennt man auch Dima Koslowski. Okay. Weil ich so beschissen spiele. Ist natürlich dein Zugrund, ja. Ja, und man nennt mich Alexander Koslowski, weil ich gute Videos schneide. Mich kennt man von Everyday Monday. Da singt Lions, wie scheiße jeder Montag ist. Fun Fact, es gibt ja so ein ähnliches Lied. Nur nicht Everyday Monday, aber da singt er, wie sehr er den Montag hasst. Jetzt habe ich irgendwie den Drang, mir das Lied anzuhören. Ich bin ein kranker Mensch. Das ist so, als würde man Robbenbabys abschlachten wollen. Und das ist auch lustig. Oh, Stoppelkampf! Sehr gut. Also, du würdest schon sagen, dass Max Stoppelkamp ein guter Spieler ist, ne? Ja. Ist, definitiv. Ist er ein cooler Dude? Also siehst du ihn ja in der Umkleide. Natürlich nur dort siehst du ihn, sonst nie. Das ist ein richtig cooler Dude. So, 5-2 gewonnen. Ja, das war echt schwierig, du. Ich geh mich jetzt schämen. Ja, zum Glück war es kein 9-3, ne? Ja, zum Glück. Und ich habe echt kein Ziel erreicht. Wow. Ich weiß nicht, ob ich mich schämen soll. Ja. Okay, nächstes Spiel wäre dann gegen Duisburg. Wir haben dann noch 1, 2, 3, 4 Spiele und dann kommt schon unser DFB-Pokal. Ja, das ist auch so in der YouTube-Bundesliga so. Wir haben immer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele und dann kommen nur noch 3 Pokalspiele und dann ist die Saison zu Ende. Ist legit. Kennst du doch, ne? Ja. Ja. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich überlasse Dominik das letzte Wort. Wir sehen uns. Bis dann. Hi.